Im April war es schon ziemlich warm und die meisten Pflanzen von uns sind schon wieder draußen. Der Winterschutz ist abgebaut und jetzt kommt ein Kälteei und es wird wieder sehr, sehr frostig, vor allem morgens um 6. Ich habe hier auch sehr viele Sämlinge, zeige ich euch auch gleich. Die mögen diese Temperatur nicht. Die haben sich jetzt angepasst an die Wärme, an etwas kühleres Wetter, aber Frost mögen sie eigentlich überhaupt nicht. Und die gilt es jetzt zu schützen. Zum Beispiel diesen Sarazenen hier, denen macht das gar nichts aus. Die sind das schon gewohnt, diese Kälte. Aber diese kleineren Pflanzen hier, die mögen das überhaupt nicht. Hier Sarazenia purpurea, der Pflanze ist eigentlich ziemlich gleich, ob es friert oder ob es heiß ist, die wächst immer. Ich meinte aber, diese Sämlinge hier hauptsächlich, die sind letztes Jahr gekeimt und alle gewachsen und die würden den Frost zwar überstehen, aber es würde sie ihren Wachstum hemmen und sie könnten auch eingehen, womöglich. Und wenn du jetzt denkst, ach, dann nehme ich die doch einfach mit ins Haus, würde ich lassen, denn sie haben sich an diese kühlen Temperaturen, Tag-Nacht-Zyklus gewöhnt. Und wenn du sie jetzt ins Haus ranholst bei plus 20 Grad, das würden sie auch nicht so gut vertragen. Du könntest sie natürlich über die Tage, jetzt, wo es wieder so kälter wird, um Minusgraden, in einen dunklen Raum stellen, im Keller, wo es vielleicht 10 Grad hat. Das würde helfen, ist ein großer Aufwand. Kommt darauf an, wie viele Pflanzen du hast. Aber was du machen kannst, du kannst diese Pflanzen, wenn du jetzt kein Gewächshaus hast wie ich, kannst du an die Hauswand stellen, an die südliche Hauswand, mit einem Vlies abdecken. Die Hauswand gibt Wärme ab und das Vlies schützt zusätzlich und die Pflanzen bekommen keinen Frost ab. Die zweite Möglichkeit ist es, mit Teelichtern zu arbeiten. Mit Teelichtern und Tontöpfen, das zeige ich dir auch gleich. Und so sieht das Ganze aus. Du brauchst als erstes eine feuerfeste Unterlage, hier in dem Fall nämlich einen Stein. Dann diese Stumpenkerze, die hat 14 cm, die ist etwas zu groß. 3 oder 4 Teelichter würden auch schon ausreichen, wobei die nur 5 Stunden brennen. Da müsste man das halt eben morgens anzünden. Vielleicht gibt es auch kleinere Stumpenkerzen mit ungefähr 8 cm Höhe. Ich schaue gleich nochmal im Markt. Genau, und dann kommt so ein Tontopf drüber. Hier oben kommt noch ein Stein drauf, damit sich das Loch, damit die Hitze verteilt wird. Und jetzt die Funktionsweise ist die folgende. Da drinnen brennt dann das Feuer. Es zieht von unten Luft, kann also nicht ausgehen. Erhitzt dieses Tongefäß, welches diese Wärme gleichmäßig an die Umgebung abgibt. Ja, würde man nämlich nur die Kerze anzünden, wäre die Energie zwar genau die gleiche, aber sie würde sehr konzentriert nur oben an der Spitze sein. Und so verteilt sich die Hitze großflächig überall und hält es zumindest hier alles in der Umgebung frostfrei. Das gleiche werde ich hier nochmal machen. Das andere Gewächshaus steht zu nah an der Hauswand, als dass es dort drinnen frieren würde. Ich werde vorsichtshalber die Pflanzen dann noch an die Hauswand stellen, aber das sollte dann auch schon passen. Selbstverständlich kannst du noch mit einem Heizlüfter arbeiten, wenn die Temperatur unter minus 1 Grad fällt, dass der dann angeht. Das ist etwas komplizierter. Wahrscheinlich auch teurer, weil du ja, wie ich schon am Anfang sagte, den Winterschutz schon abgebaut hast. Und wenn du hier jetzt guckst, so eine dünne Folie hält keine Wärme zurück. Das heißt, der würde eigentlich durchgehend laufen. Und ich denke, dass es günstiger ist, wenn man da mit den Teelichtern und den Stumpenkerzen arbeitet. Dann würde ich sagen, jetzt ab zum Supermarkt oder zum Baumarkt. Es ist jetzt noch Zeit, Samstag. Und viel Erfolg und gutes Gelingen.